Vielen Dank. Soweit ich weiß, könnt ihr gut zeichnen. Ja, ich habe Flachreliefs hergestellt, bevor ich angefangen habe, diese verdammten Körbe zu flechten. Könnt ihr die Zeichnung vervollständigen, die ich euch gab? Natürlich, nichts leichter als das. Es ist eine Opferszene, aber ich habe kein Bindemittel für meine Tinte. Was braucht ihr? Ein Ei wäre hervorragend. Zuallererst brauche ich ein Gefäß, um das Ei hineinzutun. Könnt ihr die Zeichnung vervollständigen, die ich euch gab? Natürlich, nichts leichter als das. Es ist eine Opferszene, aber ich habe kein Bindemittel für meine Tinte. Was braucht ihr? Ein Ei wäre hervorragend. Könnt ihr... Ein Ei, das ist ja perfekt. Aber ich brauche auch noch einen Kalamus. Vielen Dank. Ich erkenne dich an, Königin Isis, Mutter aller Natur. Willkommen am Busen des ursprünglichen Nun-Maya. Durch dich habe ich von dem Kummer Ägyptens erfahren. Die mir zuteil werdende Ehre ist immens. Habe ich mein Leben hinter mir gelassen? Nein, du bist zu den verzauberten Inseln der Isis gereist. Du hast ein gottgesandtes Übel aufgedeckt, das Ägyptens Schicksal sein könnte. Du bist bescheiden und diskret und wirst dort handeln können, wo die Götter nicht unerkannt bleiben könnten. Was muss ich tun? Du musst zur Quelle des Bösen reisen. Dazu musst du die Tore des Todes durchschreiten. Kann ein Gott das Schicksal Pharaos bedrohen? Osiris selbst, mein Gemahl, der erste Pharao, wurde von einem Gott verraten. Wie kann ich die Fluten wieder steigen lassen? Du musst das Buch der Toten passieren und Osiris im großen Jenseits treffen. Er allein kann dir helfen. Böse Ereignisse plagen das Land Ägypten. Das ist der Grund, aus dem ich dich hergeführt habe.
Der Herr der Toten kennt den Ursprung und das Prinzip aller Dinge. Was geschieht, wenn der Pharao stirbt? Die universelle Ordnung wird durcheinander geraten und die Götter selbst werden von dem Sturm davongeweht, der Ägypten verwüsten wird. Ich danke dir, Isis. Göttin Isis, du, die du alles weißt, kannst du mir Wissen schenken? Gewaltige Mächte sind am Werk, aber sie sind verborgen, als wären sie von einer Sandwolke verhüllt. Osiris wird dir helfen. Meine Rolle ist es, dich zu ihm zu führen. Kennst du den Ursprung dieses Fluchs? Ich bin die größte aller Zauberinnen und die einzige, die den heiligen Namen des Re kennt. Doch selbst ich kann nicht erkennen, wer dafür verantwortlich ist. Wie kann ich ins große Jenseits gelangen? Du musst die Inseln dieser Welt durchqueren, um das Tor zum Buch der Toten zu erreichen. Sind diese Inseln verzaubert? Nur ein Geist, der in der Lage ist, sich mit göttlichen Kräften zu messen, kann sie durchqueren. Ich danke dir, Isis. Nimm dieses magische Netz. Damit kannst du deine Feinde einfangen. Wie verwendet man dieses magische Netz? Rufe die Wächter der Rituale und Taue herbei, damit sie deinen gemeinen Feind fesseln. Ich danke dir, Isis. Ich komme nicht hindurch. Diese Wasser sind tief und gefährlich. Nun kann ich das andere Ufer erreichen. Um den Eingang zur Welt der Toten zu öffnen, musst du die Elemente von einem Altar zum anderen befördern, ohne die universale Ordnung durcheinander zu bringen. Du kannst immer nur einen Gott auf einmal tragen. Um das Chaos zu verhindern, darfst du niemals Nut, das Firmament, mit ihrem Bruder Geb, der Erde, allein lassen, denn ihre gegenseitige Anziehung ist zu groß. Lasse vor allem Shu, den Wind, der den Himmel von der Erde trennt, nie alleine mit Nut. Gebs Eifersucht ist gewaltig.
hast die kosmische Ordnung eingehalten. Du kannst nun deine Reise fortsetzen. Die Schildkröte flieht, wenn ich mich nähere. Ich komme nicht hindurch. Diese Wasser sind tief und gefährlich. Die Schildkröte flieht, wenn ich mich nähere. Die Schildkröte flieht, wenn ich mich nähere. Ich komme nicht hindurch. Diese Wasser sind tief und gefährlich. Wie kann ich ans andere Ufer gelangen? In dem Kanal, der dich von ihm trennt, befinden sich 5 Inseln. Wenn du es schaffst, Horus und Seth von der mittleren Insel miteinander zu versöhnen, bleiben sie stehen und die Schildkröte wird dir erlauben, über ihren Rücken zu schreiten. Wenn Horus und Seth sich an einem anderen Punkt als dem Mittelpunkt treffen, wird ihre Bewegung gestört. Ich danke dir, Isis. Seth und Horus miteinander versöhnt. Nun kannst du über den Rücken der Schildkröte passieren. Ein trockengelegter Kanal. Der mit Wasser gefüllte Kürbis ist zu schwer. Ein Gegengewicht ist nötig.